Alter, was geht ab, Leute? Hier? Irgendwo, nicht mal eine Straße gibt's hier. Richtig leidend. Wieder Mittagspause. Diesmal bin ich ein bisschen weiter weg. Kleines Abenteuer. Und zwar bin ich auf dem Weg zum Lidl bzw. Penny. Sind beide nebeneinander. Der Edeka da bei mir. Hat mir nicht gefallen, außer allzu schlecht. Dachte ich mir, erweitere ich mal mein Gebiet. Es gibt auch ein paar Sachen, über die wir reden können. Event hat angefangen, neue Boxen sind ganz okay, die schauen wir uns auch genauer an. Neue Shiny, Makuhita und Mediti, blende ich hier mal ein. Und neue Raids. Kickly, also es gibt mehrere Kampf-Pokémon, Quapus zurück. Drei neue sogar. Kickly, Kapilz und Nocturne. Sehr interessant, vor allem Nocturne. Muss ich auf jeden Fall noch machen, bevor Event vorbei ist. Und Zweier Jungglut, der ist ja auch Kampf. Und was gibt's sonst noch? Und da vorne ist es auch schon. Auf zum Lidl. Yo, Penny Beste. Alter, Penny, sponsor mich. Krasse Auswahl, krasser Preis. Richtig krass im Vergleich, also super saftig im Vergleich zu davor. Edeka Todmann. Und diese ganzen Bäckereien hier in Unterföhring. Penny Beste. Der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und überraschenderweise war der Weg gar nicht mal so weit. Also ab jetzt jeden Tag Penny oder Lidl. Lidl muss ich auch mal abchecken. Aber der Eingang ist irgendwie so weit. Es geht hier, man, klasse Container-Action. Jetzt wären wir an so einem Hafen mit den ganzen Containern. Krass. So, auf dem Weg zu einem Despoter Raid. Der Kollege André, aka Tufkas, gefragt, ob wir den zu zweit machen wollen. Ich habe schon mal einen gemacht, mit Philipp damals. Damals gab es noch keinen Wetterbonus. Man konnte die Pokémon noch nicht auf Max pushen, nur mit Überpushen. Das wird da jetzt keins von den Kampf-Pokémon, aber kampfeffektiv gegen ihn. Dachte ich mir, okay, mach mal den. Dann können wir auch unsere Machomai endlich auf Max pushen und dann nochmal Despoter zu zweit machen. So. Hier, Machamp. Combat Power. Der war überpusht, der ist jetzt schon auf Max. Aber den hier zum Beispiel. Den 100er können wir noch auf Max pushen. Genau die zwei letzten, die 15 kosten. Babam. Und babam. 2889. 100%. Kurz hier der Check. Nicht, dass ich euch betrüge hier. KP, Tech, Defense. Bester Satz 15. Dann nochmal den 100er hier. Dann habe ich auch noch einen Max. Der hat echt schlechter wie, aber ist ein Erinnerungsstück von früher. So, Nummer 2. So. Und Nummer 3. Fertig gepusht. 300er, ein 96er, ein 93er und ein IV unbekannt. Ihr seht, der ist richtig schlecht, aber egal. Auf zum Despoter mit der neuen Armee. Der gestärkten Armee. Und ich bin auch gestärkt, dank Penny. Video übrigens nicht gesponsert von Penny. Aber Penny, du kannst mich gerne sponsern. So. Hier seht ihr es. Wir haben noch einen Gast bekommen, also ist ein bisschen weniger spannend. Kein Duo-Raid. Aber trotzdem, die gemaxten machen wir jetzt im Test. Ich meine, ich stelle die mal nach vorne. Das gab es halt eine Person, die halt dann
300er ganz nach vorne. Ja. Schauen wir mal. Die Regel von denen ist. Also ich brauche das bitte eigentlich nicht mehr. Aber das Event läuft ja. Das heißt, man kriegt sicher einen Sonderbonbon. Doppelt DP. Oh mein Gott, warte. Ich kann doch hier irgendwo Glücksei jetzt anmachen. Ja, Glücksei. Und Staub. Okay, das Sternstück nicht, aber es gibt mehr Staub, mehr EP, Spirit und mehr Punkte für die Arena. Also kann man den Desperator schon mal mitnehmen. Und ich hoffe, ich war im Bild, nicht, dass es zu sehr auf meinen Körper zeigt. Los geht's. Geseh mich mal zu den anderen. Irgendwas ist es immer so. Ja. Und im zweiten Schritt ist es wahrscheinlich sogar intelligenter. Steht ein bisschen schief, aber wird schon passen. Der dritte Kollege ist nicht so hoch. Ist noch ein Anfänger, Level 25. Also gut, dass er mitgemacht hat. Das Despiter kann er gebrauchen. Also meine Macho mal sterben wie die Fliegen. Das war knapp. Fast wärt ihr umgehauen worden. So eine. So. Oh, Wetterbonus. Ciao. Ich wollte mir das so. Ja, habt ihr das gesehen? 7 Sonderbonbons. Krank! Alter! Die Raids werden so abgehen, ich brauche die Sonderbonbons so hart. Kyogre will ich noch Max pushen, meinen zweiten. Gola meinen zweiten. Mewtwo noch 1, 2. Mew. Okay, Mew habe ich die Bonbons schon investiert. Ja, Alter. Heftig. So. 2,565, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, 2097 ist ohne Wetterbonus. Ups. Alter, okay. Er ist mir ein bisschen zu aggro. Und nur great. Reicht natürlich nicht. Alter, das ist abnormal aggressiv. Ich habe mal auf goldene Berge gewechselt. Weil ich habe echt genug Bonbons. Bam, da ist er ja. Bin gespannt auf die RV.
100er kann ich noch gebrauchen. Vor allem mit Wetterbonus. KP, Beste. Und weg mit dir. Weg mit dir. So, wieder zu Hause angekommen. Hier noch ein paar Infos. Razav gibt es auch als Red Boss. Level 2. 1203, Berge 100%. Kikli 1375. Das ist alles ohne Wetterbonus. Und Nokchan 1119. Ansonsten habe ich hier noch eine Tabelle von den neuen Quests. Die Belohnung, die man bekommen kann. Es gibt jetzt TMs. Und, sehr interessant, Ergodactyl. Fehlt mir noch als 100er. Jetzt könnte man fast eine Quest-Tour machen. Tangela am Start, Ergodactyl, die zwei könnte ich gebrauchen. Problem bei Ergodactyl, man muss neue Stops drehen. Das war schon schwer genug bei 3 Stops. Die habe ich immer weggeschmissen. Und die Quest kann man nicht mal unbegrenzt machen, weil irgendwann sind die neuen Stops aus. Mankey kann ich noch gebrauchen, Ponita, Makago. Also eine Quest-Tour für 100er aus der Quest könnte sich eigentlich schon mal lohnen. Also ein paar coole neue Sachen da am Start. Nocturne, Kikli, Ergodactyl. Kapilz. Ansonsten die Boxen, die blende ich hier auch nochmal kurz ein, sind auch ganz okay. Die letzte wie immer vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten. Kommt halt drauf an, ob man Bock hat auf Inkubatoren. Wenn es rein um die Pässe geht, ist die kleinste Box die beste. Da kostet ein Pass dann umgerechnet nur 80. Aber im Vergleich zu der Box davor natürlich kein Vergleich. Das war einfach bisher die krasseste Box für Raid-Pässe. Aber das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare eure Erfahrungen bisher zum Event. Habt ihr schon Shiny Makuhita gefangen? Shiny Midity? Habt ihr schon Kikli gemacht? Nocturne oder Kapilz? All das unten in die Kommentare. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie Sub. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.